Da sind wir schon wieder mit Wildpark TV und wir haben die nächste Verstärkung für unsere Defensive dabei. Felix Irohere Omori verstärkt uns bis 2023 im BB Bank Wildpark. Felix, herzlich willkommen. Du wechselst jetzt für 2 Jahre zu uns in den Wildpark. Was müssen unsere Fans über dich wissen? Am besten stellst du dich einfach mal kurz vor. Ja, ich bin, wie du schon gesagt hast, Felix Irohere, bin 19 Jahre alt, bin Innenverteidiger, bin relativ groß gewachsen. Ja, du hast schon angesprochen, du bist groß, du bist halben Kopf größer als ich nochmal. Hast wahrscheinlich die Fragen, wie ist die Luft da oben, warum bist du nicht Basketballer geworden, schon 1000 Mal gehört. Wie viel bringt dir die Größe auf dem Fußballplatz wirklich? Ja, die Größe bringt mir schon einiges, bringt einige Vorteile wie auch Nachteile. Die Vorteile überwiegen natürlich, Übersicht, sehe auch andere Winkel, die zum Beispiel andere Spieler nicht sehen. Kommunikativ ist dann halt auch nochmal ein Vorteil, wenn ich halt alles überblicke, kann auch in ein oder anderen Luftduell zum Vorteil werden. Du hast deine komplette Jugend eigentlich mehr oder weniger bei der Eintracht verbracht. Ist ja ein riesiger Club, die Frankfurter Eintracht. Jetzt kommst du zu uns nach Karlsruhe. Alles vielleicht ein bisschen kleiner, natürlich nicht zu klein. Was hat den Ausschlag gegeben, dass du dich für uns entschieden hast? Der Ausschlag war eigentlich, dass ich jetzt eine neue Herausforderung gesucht habe, mich weiterentwickeln will, den nächsten Schritt gehen will und in Karlsruhe dieser Schritt perfekt machbar ist und hier einen guten Club gefunden habe, um diesen nächsten Schritt in meiner noch so jungen Karriere gehen zu können. Will natürlich mit dem Verein und mit dem Team Großes erreichen und in so einem Club kann man auch selbst als Individuum weitere Schritte im Leben als auch im Fußball gehen. Und du hast jetzt in der letzten Saison, warst du im Profikader bei der Eintracht, aber bist nicht zum Einsatz gekommen. Jugend war auch nichts mehr, weil Corona das auch alles ein bisschen verhindert hat. Siehst du es dann auch allgemein ein bisschen als Neustart hier jetzt? Ja, kann man schon so sagen, weil ich davor auch verletzt war und es dann Ganze als Neustart sehen kann. Wie du schon angesprochen hast, Corona. Die Saison wurde dann in der Jugend abgebrochen und dann sind wir mehr oder weniger aus dem Nichts dann in den Profi-Vorbereitungskader reingekommen, haben es auch gut gemacht oder habe es auch gut gemacht und ist jetzt ein Neustart für mich, damit dass ich auch mit meiner Verletzung dann abschließen kann, neue Herausforderungen gehen kann und große neue Ziele erreichen kann, persönlich als auch mit meinem Umfeld. Du warst ja letzte Woche schon 2-mal hier beim Training dabei. Wie war so der erste Eindruck von den Jungs, von Eiche? Du hast ja schon ein bisschen kennenlernen dürfen. Ja, es war ein guter Eindruck, positive Grundeinstellung von jedem Einzelnen, auch vom Trainer. Ein guter Typ, locker. Es hat auch schon so langsam angedeutet, dass es eine gute Beziehung sein kann in Zukunft und auch von der Mannschaft, gute Mannschaft. Mentalitätsmannschaft, so wie man es von Karlsruhe kennt, auch aus der Jugend, wo wir immer gegen Karlsruhe gespielt haben, waren immer gute Duelle, sehr körperliche Duelle und ich freue mich auf die nächste Zeit. Und auf welche Art Fußballer können sich unsere Fans freuen? Du hast deine Körpergröße selbst angesprochen, die natürlich von Vorteil ist, aber genau. Was kannst du sonst noch so für Attribute auf den Platz bringen? Ja, ich bin relativ lautstark, kommunikativ, also man wird mich auch viel sprechen hören, viel reden hören, Anweisungen geben. Spielaufbau, ja, ganz normal, Kurzpassspiel, genau, einfach diese Ausstrahlung und quasi dieser Bindeglied, alles zusammenzuhalten, viel kommunikativ. Hast du noch irgendeine Grußbotschaft an unsere Fans? Also wirst du ja vielleicht dann übernächste Woche nach der Länderspielpause hier im BB Bank Wildpark das erste Mal begrüßen. Hast du da irgendwie ein paar Worte, die du an sie richten willst? Ich möchte mich bei den ganzen Fans schon mal bedanken. Auch wenn wir uns jetzt in 2 Wochen sehen, will ich mich bei jedem Einzelnen bedanken, beim Verein, für die nächste Zeit, die jetzt auf uns kommt, dass wir Großes erreichen und ich freue mich schon. Das war's dann auch von uns schon wieder. Das war das perfekte Schlusswort. Wir liefern euch heute noch die Pressekonferenz, den Vorbericht. Morgen geht's nach Nürnberg. Bis dahin sage ich erstmal Servus, macht's gut.